Ja, es gibt Menschen, die möchten ja keinen 8-Meter-Wohnwagen haben, sondern eventuell einen Wohnwagen mit 4 Metern. Und da hat die Firma Fendt was zu bieten zu einem phänomenalen Preis. Fendt-Qualität für unter 20.000 Euro und einen Raumschnitt, der einem Hören und Sehen vergehen lässt. So muss man sagen, denn die Leute stehen hier Schlange, um hier reinzukommen im Fendt Bianco unter 4 Meter. Ja, das ist der Fendt Bianco Aktiv 390 FHS. Das ist der kleinste und kompakteste Fendt-Caravan. Aber mit allem, was man von einem Caravan gewohnt ist. Sie haben eine Küche, Sie haben eine Nasszelle, Sie haben ein festes Bett und Sie haben eine feste Sitzgruppe. Ja, stell ich mal kurz vor. Mein Name ist Thomas Kamm, ich bin im Hause Fendt Caravan fürs Marketing verantwortlich. Ja, wir gehen mal kurz außen rum. Fendt steht für absolute Qualität, das heißt so ein bisschen die Hilti unter dem Wohnwagen. Wenn man das so vergleichen will, wahrscheinlich ja. Bei uns ist Qualität und gute Verarbeitung in der Unternehmens-DNA fest verankert und das mittlerweile seit 50 Jahren. Ja, vorne sieht man es, das heißt die Verarbeitung und die Wiederverkaufswerte sind wirklich sehr, sehr gut. Der Rolltank ist direkt hier festgemacht, das ist ein nettes Detail. Ja, der Rolltank hat gleich seinen festen Platz in jedem unserer Caravans. Da wissen Sie sofort, wo er hingehört, ist auch gut zum Ein- und Aussortieren. Von daher gut zugänglicher Deichselkasten mit einem Alu-Riffelblech auf der Unterkante und Sie haben die Möglichkeit, 2 11 Kilo Gasflaschen hier fest zu installieren. Ja, ist auch schön gemacht mit der Verkleidung von dem Fahrwerk und der Deichsel. Die Deichselabdeckung in der Wohnwagenfarbe in Weiß gehalten, dass alles in einem Fluss ist. Dann haben Sie die AKS von Alco, die Stützlastwaage hier am Stützrad, also alles, was man heutzutage so braucht in der Verarbeitung, so wie es gehört. Ja, von vorne sieht er aus wie praktisch ein ganz großer, aber die Länge ist ganz entscheidend, denn auch das Gewicht. Ich glaube, es gibt eine Sonderregelung, dass man gar keinen Führerschein, keinen extra Führerschein braucht, wenn man den B hat, oder? Ja, es ist so, Sie dürfen bis zu 3,5 Tonnen als Gesamtgewicht nehmen, also Zugfahrzeug und Caravan gemeinsam, für die nach dem Jahr 1999 ihren Führerschein gemacht haben. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man im Programm einige Fahrzeuge hat, die dieses Gewicht mit sich bringen, damit man diese B96-Geschichte oder die BE-Geschichte eventuell umgehen kann. Die B96 ist sehr, sehr einfach zu machen. Das heißt, ich glaube, ich brauche gar keine Prüfung. Nein, Sie brauchen keine Prüfung. Wir bieten das sogar 5 bis 6 Mal im Werk bei uns an, gemeinsam mit einer Fahrschule. Das Ganze dauert einen Tag, sind 4 Stunden Theorieunterricht und 3,5 Stunden Praxis mit einer 45-minütigen Fahrt im öffentlichen Verkehr. Und danach bekommen Sie ein Schreiben und dann haben Sie den B96-Führerschein. Ja, die Leute, die einen Fendt-Caravan haben, ja, die grüßen sich einander. Das ist eine eingeschworene Familie. Das ist eine sehr, sehr treue Familie. Wir haben Kunden, die uns das ganze Camperleben begleiten. Von der Kundenloyalität sind wir in der Branche eine, die den höchsten Wert hat. Und die Fendianer, sie sind stolz auf das Fahrzeug, das sie auch in ihrem Besitz haben. Kann man sagen, dass selbst der Kleinste die gleiche Qualität hat wie der Größte? Auf alle Fälle. Das ist bei uns das Allerwichtigste zu sagen. Von der Verarbeitung und von der Qualität sind alle Fendt-Caravan, egal welche Größe, egal welche Baureihe, gleich. Sind auch von der Wintertauglichkeit, von der Serienausstattung, der Wintertauglichkeit alle gleich. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Wintertauglichkeit noch zu erhöhen. Wie funktioniert das? Zum Beispiel durch eine Warmwasserheizung, die ich da machen kann, durch eine Fußbodentemperierung, die ich machen kann. Das sind so Features, wo ich noch ein bisschen was dazugeben kann. Nochmal, ich kann selbst bei dem Kleinsten eine Alde einbauen, das würde gehen. Bei den Kleinsten ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber bei vielen anderen ist es durchaus möglich. So ist es, ja. Unter 4 Meter. Der Markt, der sucht solche Wagen. Man sieht es also auch an den Schlangen, die hier am Wochenende waren, vor diesem Fahrzeug. Das ist korrekt. Wir waren am Wochenende begeistert von den Besucherzahlen hier in Düsseldorf. Man wusste ja nicht, wie die Messe angenommen wird in der jetzigen Zeit. Ist ja die erste große Publikumsmesse. Aber hier bildeten sich Schlangen, aber alles im hygienekonformen Bereich. Jeder hat Abstand gehalten, jeder hat Maske getragen. Nur wir haben ja jetzt hier diese Sondergenehmigung während des Drehs. Aber ansonsten sind wir ganz froh, hier in Düsseldorf zu sein und unser neues Produktprogramm vorstellen zu können. Ja, die Patricia ist schon mal drin. Das Fliegengitter, das ist sehr mäßig. Das Fliegengitter ist in vielen unseren Fahrzeugen serienmäßig. Dort, wo es nicht serienmäßig ist, kann es als Sonderausstattung gewählt werden. Ja, hier ist jetzt ein Wohnraumteppich schon mit drin. Es empfiehlt sich den, wenn man ihn möchte, gleich mitzubestellen, gell? Also die meisten greifen darauf zurück, weil sie ganz einfach sagen, ich habe diesen Schutz nochmal, dass ich meinen PVC-Boden ganz einfach schützen kann, auch später, wenn ich den Wohnwagen wieder verkaufen will. Dann sind keine Rillen oder keine Striemen im PVC-Boden. Deswegen nehmen die meisten diesen Teppichboden mit. Ja, bei so einer kleinen Größe, da muss man ganz erfinderisch sein. Ja? Und insbesondere gibt es ein Detail, Thomas, zeig mir das mal gerade, du hast Durst. Und du bist draußen, hast dreckige Schuhe. Genau. Und wer möchte seinen Wohnwagen natürlich reinhalten? Jeder. Das heißt, mit dreckigen Schuhen bleibe ich auch draußen und öffne den Kühlschrank
hole mir mein kaltes Getränk und gehe wieder an meinen Platz im Vorzelt, unterm Vorzelt oder vor dem Karawan. Jetzt baut ihr seit 50 Jahren Wohnwagen. Warum seid ihr da nicht früher drauf gekommen? Gut, es gab auch diesen Kühlschrank vorher nicht. Ne? Das ist eine gute Frage, aber diese Art von Kühlschrank, den man von zwei Seiten öffnen kann, den gab es vorher ganz einfach noch nicht. Aber Patricia zeigt es auch gerade. Wir haben auch ein Gefrierfach im Kühlschrank. Und wenn jemand das Gefrierfach nicht nutzen möchte und möchte das Kühlschrankvolumen ganz einfach erhöhen, dann kann er das Gefrierfach rausbauen und hat somit mehr Volumen als Kühlschrank nutzbar. Cool. Ihr seid zufrieden mit Dometic. Ist das ein guter Hersteller? Dometic ist ein Hersteller, der uns über viele Jahre gut begleitet hat. Wir haben viele Produkte aus dem Hause Dometic. Ich denke ganz einfach, unsere Branche hat viele gute Zulieferanten und deswegen ist die Entwicklung der Branche auch so positiv in den letzten Jahren. Ja, trotzdem, Patricia, dass der Wagen wirklich sehr, sehr klein ist, ja, die Küche ist genau an der richtigen Stelle. Ja, ich habe hier auch eine riesige Schublade. Also ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich so groß ist. Das war der Trend, oder? Oh, große Schubladen? In den Küchenbereich haben wir die großen Schubladen seit ein paar Jahren eingeführt. Sie haben den Soft-Close-Einzug dann auch. Ich denke ganz einfach, hier kann man sich die Schubladensachen richtig einordnen. Je größer die Schublade, desto mehr Möglichkeiten habe ich, mein ganzes Geschirr, meine Töpfe und sowas unterzubringen. Und das kommt eigentlich sehr, sehr gut bei den Kunden an. So, wir gehen mal rein. Gerade eben sind hier 4 Leute rausgelaufen. Man glaubt es kaum, das ging. Aber ich sag mal so, optimal ist das Fahrzeug wahrscheinlich für 2, oder? Optimal ist es eigentlich für 2 nutzbar. Wenn man so sieht, wir haben hier das doppelte Bett für 2 Personen. Man hätte theoretisch noch die Möglichkeit, die Sitzgruppe umzubauen, wenn man hauptsächlich draußen sich während des Tages aufhält. Das heißt 2+1. Aber in der Regel wird dieses Fahrzeug von 2 Personen gekauft. Auch unter anderem von Leuten, die in Patricias Alter sind, die ganz einfach sagen, ich möchte einen Wohnwagenurlaub machen, möchte keinen Kastenwagenurlaub machen, weil ich dann vor Ort flexibler bin mit meinem PKW. Und dann, wir haben erst vor 2 Tagen ein junges Pärchen mit 21 Jahren einen Wohnwagen verkauft, wo wir gesagt haben, warum einen Wohnwagen? Sagen sie, ja, es ist die Flexibilität vor Ort am Campingplatz. Ich habe ein Auto, kann alles Mögliche machen und dieses Fahrzeug bietet mir alles, was ich benötige. Wirklich alles. Ich habe ich habe ein großes Bad mit drin, ich zeig's mal gerade, mit Waschbecken. Ich habe sogar, ich habe das neue Schienensystem mit drin, richtig? Genau, Sie können hier was einhaken. Man kann hier auch den Zahnputzbecher mit einstecken gleich. Das Ganze ist so serienmäßig schon inkludiert. Aber vielleicht darf ich auch noch auf was anderes aufmerksam machen. Das geht ein bisschen unter so in dieser kleinen Kompaktheit. Das ist hier die Fernsehposition. Dieser Fernseher ist so nutzbar, dass ich den auch hier rausstellen kann, dass ich im Vorzelt auf Fernsehen schauen kann. Ja, mal zeigen bitte. Ich kann das Ganze dementsprechend hier so justieren, dass ich im Vorzeltbereich dann Fernsehen kann. Cool. Das heißt also, das Fußballspiel, das kann dann auch mal stattfinden. Und cool ist auch, ich kann sogar was sehen, weil ich schaue in den dunklen Wohnwagen rein. Ja, das ist richtig. Ich werde nicht von der Sonne geblendet, sondern ich habe den Kontrast dann hier im Wohnwagen. Ja, ich habe die Truma drin. Das ist mittlerweile Einzug gefunden. Man kennt es aus den Wohnmobilen. Ja, das ist ein sehr zuverlässiges Gerät, macht warmes Wasser und macht schön mollig warm. Ja, wir haben hier jetzt in dem Bianco Aktiv die Truma Kombi drin, die auch mit dem iNet-System verbunden ist. Das heißt, hier kann ich mit der App, wenn ich es denn möchte, auch die Heizung regulieren von überall, wo ich bin. Und das ist durch dieses System optimal kombinierbar. Setz dich mal hin, Thomas. Dann zeige ich mal gerade was Besonderes. Denn wenn man schläft, möchte man nicht umbauen oder irgendwas. Ich meine, wir sind auf 4 Meter Größe. Patricia, setz dich mal gegenüber. So, da könnte man jetzt sehr schön frühstücken oder sich was, ich sag mal, zu essen machen. Das ist wirklich sehr geräumig. Man glaubt gar nicht, dass man auf 4 Meter ist. Das ist korrekt. Wenn man hier die einzelnen Bereiche betrachtet, ist jeder einzelne Bereich vollkommen ausreichend gestaltet. Man hat keine Kompromisse. Man hat durch diese Heckküche, die hier direkt neben der Eingangstür eingebaut ist, Platz geschaffen, wo ich genügend Vorplatz für die Küche habe, aber keinen Substanzverlust beim Bett habe und auch hier bei der Sitzgruppe nicht. Patricia, mach mal ganz kurz, genau, da ist noch ein Schrank. Der ist da, da sind so die Ausgleichskissen mit drin und wenn du mal so lieb bist, mach mal das Klo mal auf. Der Nassbereich. Das ist die Nasszelle in dem Bereich ohne Waschbecken, weil das Waschbecken im offenen Bereich davor ist. Momentan die Toilette, aber auch möglich dann später hier ein Showerpaket zu installieren, um hier auch eine Dusche dann einzubauen. Das ist möglich. Das wird auch immer mehr gefragt, das Showerpaket. Das Showerpaket ist ein Thema. Die Leute wollen mehr und mehr Autarkie, gerade in Corona-Zeiten auch. Die möchten nicht unbedingt in die öffentlichen sanitären Anlagen, wobei deren Qualität bei den Campingplätzen natürlich auch top ist, aber in Corona-Zeiten natürlich hier und da von den Leuten nicht gewünscht wird. Und deswegen bieten wir jetzt erstmal in dieser Saison in fast jeden Caravan ein Showerpaket ein, wenn nicht die Dusche schon serienmäßig integriert ist.
Patricia, ich heb mal gerade das Bett hoch. Ich nehme an, sie wird es nicht abreißen, sondern da ist ein Federsystem drunter. Genau, wir haben hier ein tolles System, den Liftomat, der das auch ermöglicht, ohne großen Kraftaufwand das Bett zu öffnen und auch wieder zu schließen. So, ich gehe mal raus. Der Ansturm ist wirklich groß und ja, zeigen nochmal gerade die technischen Daten und den Preis, den die Leute interessiert. Also wie es hier steht, liegt es bei knapp 21.000 Euro, 16% Mehrwertsteuer. Wie läuft das? Fahrzeug muss ja noch gebaut werden, oder? Die Fahrzeuge müssen noch gebaut werden. Wir geben Vollgas in diesem Herbst. Wir haben die Arbeitszeiten erhöht. Wir werden schauen, dass wir den ganzen Ansturm, der uns jetzt erwartet, auch bewältigen können und geben hier unser Bestes. Mal schauen, wie es uns gelingt. Momentan ist die Nachfrage sehr, sehr groß. Und bei diesem Fahrzeug nochmal, der Einstandspreis ist bei knapp unter 19.000 Euro und natürlich mit einigen Komponenten dann nach oben hin offen. Ja, es macht Sinn, also auch mit den Leuten darüber zu sprechen, wenn es direkt eingebaut wird. Man sollte da auch nicht sparen an manchen Dingen. Ja, vielen, vielen Dank, Thomas, erstmal. Wir schauen uns noch andere Fahrzeuge an. Ja, ihr seid grundsätzlich sehr zufrieden mit der Messe? Die Messe war natürlich für uns so ein Paket, wo man nicht wusste, was uns eigentlich erwartet. Das, was uns bisher entgegengekommen ist, war nur positiv. Die Leute sind sehr verhalten, die Leute sind vorsichtig. Die Begeisterung ist da, das Interesse ist da. Ich denke, nach Messeende können wir ein gutes Resümee ziehen. Vielen Dank.